Servus zusammen und recht herzlich willkommen auf unserer Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Ihr seht es, wir sind wieder mal bei der Arbeit mit dem Lamborghini unterwegs auf dem Feld und wir sind an der Aussaat. Ich habe mir mal folgende Gedanken gemacht. Wir haben ja diese drei Felder, das da hinten zum Beispiel und dieses. Und wir wollten da ja im nächsten Jahr einiges ansehen. Aber ich habe mir überlegt, in der Zwischenzeit könnten wir doch eigentlich auch erstmal Gras ansehen. Dann haben wir eine kleine Zwischenfrucht sozusagen in Anführungszeichen und können dann eben auch dann auf jeden Fall noch einiges an Silage machen. Und deswegen habe ich hier den Lamborghini mit der Saatmaschine auf die Reise geschickt, damit er uns hier auf jeden Fall, und das schauen wir uns mal an, auf diesem Feld mal Gras ausgesät. So, hier nebendran habe ich Ackergras ausgesät und ihr seht auch, dass wir das Feld schon soweit fertig haben. Wir haben es gedüngt und wir haben es gewalzt und gewalzt heißt auch, dass er hier unterwegs ist, der Fendt. Da haben wir nämlich noch ein weiteres Feld, das dritte Feld und auch hier, lasst mich ganz kurz, ups, mal schauen. Ja, auch hier haben wir Ackergras angelegt bzw. angesät und zwar aus dem einfachen Grunde, denn mit Ackergras haben wir auch gleich Heu und das Ackergras, damit können wir auch unsere Hühner füttern auf jeden Fall. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht einen kleinen, ja, ich sag mal, Denkfehler gemacht habe. Komme ich gleich dazu. Jetzt schicken wir den erst nochmal los, weil wir müssen ja auch noch den Kollegen Düngen holen. Denn ich habe jetzt, glaube ich, nicht ganz aufgepasst. Ackergras, lass mich kurz nochmal schauen. Ackergras haben wir jetzt ausgesät, aber Erntezeitraum, doch, das dürfte eigentlich eventuell passen. Wir werden es sehen, ob es April passt, denn eigentlich wollten wir ja auch Kartoffeln aussäen und ich glaube Soja. Und Gras müssten wir auf jeden Fall im März ernten können, beziehungsweise mähen können. Aber bei dem Ackergras bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich denke, es geht sich aus und im Zweifel ist es ja so, dann werden wir einfach hier das Feld, hier die Kartoffeln ansehen. Allerdings, ich sage mal nicht das ganze Feld, weil sonst ist es doch ein bisschen arg viel. Aber die Idee war natürlich, das Feld da hinten zu nehmen, weil wir ja dort unsere Bienchen angesetzt haben, unsere Bienchen ja ein, ja, Bienenhäuschen hingestellt haben und Kartoffeln und Sonnenblumen dann ja dadurch einen etwas höheren Ertrag bekommen. Aber kein Problem, sollte es dann doch so laufen, dass wir hier auf diesem Feld die Kartoffeln ansehen müssen, dann werden wir da unten einfach nochmal ein kleines Bienenhäuschen hinsetzen. Kann ja nicht schaden, bringt auf jeden Fall Honig. So, okay, jetzt muss ich hier nochmal kurz schauen, denn ich glaube, hier müssen wir noch ein bisschen düngen. Nee, hier ist eigentlich gedüngt, wenn ich das richtig sehe. Stickstoff perfekt. Okay. Dann schauen wir mal kurz hier rein. Hier ist auch Stickstoff perfekt. Und bei ihm hier auch Stickstoff perfekt. Okay. Naja, weil wir haben ja den Kollegen hier noch am Start. Den Valtra. Und da war nämlich der Dünger drin. Und dann schauen wir mal, dass wir den erstmal wieder abstellen. So. Ups. Na. Ein bisschen näher ran. Jetzt. Sehr schön. Und jetzt müssen wir gerade mal schauen, weil mir fällt ja gerade ein, wir haben doch hier mal, ich gehe mal hoch. Ja klar, hier haben wir ja unsere Photovoltaikanlage und da müssten wir mal schauen, was uns die eigentlich bringt, ne? An Einnahmen. So, hier haben wir Einnahmen Gebäude, kann es sein, diese 192 Euro oder läuft das unter Sonstiges? Einem Ernte, Lohndienst,
verkaufte Produkte. Ich glaube, das ist eher Einnahmegebäude, kann das sein? Müsste man auch mal checken, ob es sich lohnt, hier in dem Bereich noch ein bisschen zu investieren. So, okay. Also hier sammelt sich ja langsam aber sicher der Honig. Sehr gut. Dann werden wir mal kurz Charlie rufen, beziehungsweise füttern. Dann hier haben wir unsere Hühner. Auch hier sieht es gut aus, oder? Schauen wir nochmal. Tiere 100%, Nahrung 312. Oh, ich glaube nicht, Tim. Ich glaube, da könnten wir auf jeden Fall ein bisschen Ackergras einwerfen. So, unsere Helfer sind ja unterwegs. Die kommen soweit ohne uns zurecht. Ich bin sowieso gerade am Überlegen, wie viel Ackergras haben wir hier eigentlich? Und können wir mit Ackergras eigentlich auch unsere Schafe füttern? Naja, ich glaube, es ist nicht unbedingt notwendig. Gras haben wir genug. Gras werden wir auch jede Menge ernten. So. Ackergras. Ackergras. Jo, da haben wir noch ein bisschen was. So, ganz so viel werden wir nicht brauchen. Das ist nämlich, wie gesagt, das Schöne eigentlich bei dem Ackergras. Der wird ganz normal wird's geerntet, wie eben auch Getreide mit dem Drescher. Hinten kommt gleich Heu raus. Und das Ackergras selber kann man natürlich dann verkaufen oder hier an die Hühner... Ups, nee, hier ist der Trigger. Oder an die Hühner entsprechend verfüttern. So, noch ein bisschen näher ran. Okay, ist voll. Dann kommt der Rest wieder zurück. Und wie gesagt, die Idee mit den Kartoffeln, die werden wir definitiv weiterverfolgen. Das heißt, im nächsten Jahr werden wir Kartoffeln ansehen. Dazu werden wir uns aber, wie gesagt, nur eine Maschine mieten. Ja, denn ich denke, dauerhaft werden wir hier nicht in das Kartoffelgeschäft einsteigen. Wäre natürlich eventuell mal interessant mit einer kleinen Produktion. Aber in Kürze kommt ja das Premium Expansion. Ich glaube, am 14. November ist es soweit. Und dann gibt es ja Karotten, Pastinaken und rote Beete. Und ich glaube, das Thema wird im Moment interessanter sein. Da wird es dann auch kleine und größere Erntemaschinen geben, als auch Selbstfahrer oder zum Ziehen mit dem Traktor. Und das sollten wir auf jeden Fall dann auch machen. Karotten kann ich mir sehr, sehr schön hier vorstellen. Ob natürlich diese Früchte dann auch interessant sind, zum Beispiel für unsere Schweine, die ja eigentlich Allesfresser sind. So, wir stellen das Ding hier mal wieder hier ab. Sehr schön. Und springen nochmal hier zu dem Kollegen. Ich glaube, da müssen wir auch später noch ein bisschen nacharbeiten. Ich glaube, der ist fertig, oder? Yep, das müsste die letzte Bahn sein. Und dann müssen wir hier oben nämlich ein bisschen... Stopp, dann machen wir das folgendermaßen. Dann fahren wir doch hier gleich mal außen rum. Das Vorgewände. Ja, wir haben noch ein bisschen drin. Und los geht's. Genau, dann können wir auf jeden Fall mit dem Expansion, Premium Expansion Pack dann hier die neuen Fruchtsorten auch anbringen. Und es gibt Selbstfahrer, Zugmaschinen und verschiedene anderes. Und das Besondere an diesen Früchten ist halt eben auch, dass das Aussäen bzw. das Ansehen wieder mal ein bisschen extra funktioniert, weil wir jetzt ja eine kleine Maschine geben, die dann diese Wellen macht oder diese kleinen, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, diese kleinen Hügelchen, wo dann eben dann das Material reingesät wird. Also ganz interessante Geschichte, denke ich mal. Und da bin ich mal gespannt, wenn das Päckchen rauskommt. So, wir schauen mal ganz kurz in die Karte, wo ich denn hier noch ein bisschen was ansehen muss. Okay. Okay, da, genau, das Ganze per... und runterlassen. So, hier müssen wir noch ein bisschen. Ja, man sieht es schlecht, aber man kann es erahnen. Jo, sehr schön. Und ich glaube, der Kollege mit der Walze, der Fendt dürfte auch schon fast fertig sein. So, dann schicken wir hier den Helfer nochmal los. Wusste ich es doch. So, okay. Ackergras, hier ist soweit alles gemacht. Da müssen wir das eine Feld nur noch walzen. Und dann sind wir eigentlich wieder mal mit der Feldarbeit fertig.
Ich weiß jetzt nicht, Gras gibt es definitiv natürlich keine, kein Unkraut. Und beim Ackergras bin ich mir auch nicht ganz so sicher. Aber das werden wir ja dann sehen, ob wir hier mit den entsprechenden Mittelchen das Feld noch bearbeiten müssen. Okay, so, hier rechts rum. Und die nächste Feldeinfahrt geht's dann rein. Ja, unsere Schäfchen, die entwickeln sich auch gut, haben jede Menge zu fressen. Ich habe dann da oben noch ein kleines bisschen Bäumchen gesetzt und ein bisschen ausgemalt. Nichts Besonderes, nur ein kleines bisschen. Da werden wir dann auch mit der Zeit noch uns überlegen, wie wir die Fläche da oben generell noch weiter nutzen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze dann eben mit der Wolle entwickelt hier auf dem, auf dieser Karte, auf dieser wunderschönen neuen Mini-Brunnen. So, der müsste fertig sein. Sehr gut, dann fahren wir mal hier schnell ein Vorgewende mit der Walze. Und uns rennen wieder mal das Wild vor, das, vor den Traktor. Das staubt aber hier ganz schön. Müssen wir erstmal einen Schluck trinken. Uiuiuiui. So. Dann einmal hier runter. Und dann nochmal das Vorgewende hier unten lang fahren, weil ich bin mir da nicht sicher, da hat er dann manchmal auch ein bisschen Probleme. So. Das müssen wir, glaube ich, auch erst nochmal von manuell oder von Hand fahren. Bevor wir hier wirklich den Helfer losschicken. Okay, los geht's. Ja, es gibt so ein paar Stellen hier auf den Feldern, wo sich einfach der Helfer ein bisschen schwer tut, wo er dann wegen abbricht und dann wieder irgendwie komisch zurückfährt oder eben eine Bahn auslässt. Da muss man sich halt auch erstmal ein bisschen, ich sage mal, kalibrieren. Einfach mal gucken, wo hier diese Probleme entstehen. Und dann muss man halt dann doch mal auch von Hand die ganzen Felder hier abarbeiten. Ansonsten schicken wir natürlich immer sehr gerne den Helfer los. Denn mittlerweile haben wir ja auch einige Felder und einiges zu tun hier auf der Map. Wie gesagt, jetzt haben wir noch die Bienchen da oben. Okay, die arbeiten soweit selbstständig. Aber wir haben natürlich jetzt die Schafe, um die wir uns auch kümmern müssen. Und so kommt immer ein bisschen nach dem anderen dazu. Und ich habe ja vor, irgendwann, jetzt müssen wir den anderen hier erstmal zur Seite fahren. Ich würde ja gerne auf jeden Fall, da gibt es noch eine schöne große Freifläche, wo man bauen kann. Und da hätte ich nochmal Bock auf einen richtig schönen Kuhstall, so einen richtigen alten Kuhstall. Müssen wir mal schauen, ob wir da einen interessanten Mod finden. Ich habe da schon ein bisschen was im Auge. So, aber wir sehen es ja, ich meine, große Sprünge können wir jetzt nicht machen hier mit 41.000. Und wir müssen, das dürfen wir nicht vergessen, wir müssen ja da oben für die Maisernte noch für unseren Drescher ein Maisgebiss, einen Maispflücker kaufen. So, jetzt müsste er doch hier selbstständig zum Fahren kommen. Sehr, sehr schön. So, dann springen wir in den Lambo. Genau, ich denke jetzt nächsten Monat oder übernächsten spätestens müsste eigentlich der Mais soweit sein und den brauchen wir ja fast komplett für unsere Schweinchen. Und da müssen wir dann auch mal schauen, wie weit die sind, denn früher oder später müssen wir auch mal ein paar verkaufen und auch mal ein bisschen was verdienen mit den guten Tierchen.
Ja, Expansion ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen angesagt. Also ein, zwei Felder habe ich dann noch im Blick, die wir uns noch gönnen könnten. Aber wie gesagt, wir haben jetzt erstmal genügend zu tun. So, jetzt überschneidet sich das hier, oder? Oder kommt der? Nee, das geht. Sehr gut. Ja, wie gesagt, da gibt es noch ein paar Felder, die wir auf jeden Fall kaufen können. Und ich bin da noch ein bisschen überlegen, ob wir ja auch, wie gesagt, mit der BGA, also vielleicht so eine kleine modulare BGA hier noch auf den Hof packen. Wir haben ja da hinter dem Schweinestall ja noch ein bisschen Platz. Oh, ich sehe gerade, der Kollege muss repariert werden. Das könnten wir doch gleich erledigen, wenn wir hier in der Gegend sind. So. Okay, das wird uns bestimmt da ganz schön was kosten, oder? Der Lambo. Was soll er denn kosten? Reparieren 4,9. Naja, es hilft nichts. Müssen wir machen. Das Gewicht natürlich auch. So, und das auch für 16. Dann ist es wieder alles tutti paletti. Ja, und so geht das Geld dahin. So, das packen wir da hinten. Achso, stopp mal. Ist da nicht... Wollte gerade sagen, da ist... nee, da haben wir früher, da haben wir vorher immer unser Mähwerk hingepackt. So. Jetzt steht der da hinten in der Einfahrt. Kommen wir da trotzdem dran vorbei? Sehr gut. Dann stellen wir den mal dahin. Da haben wir ja Freiflächen im Moment. Und dann schauen wir noch mal, was der Fendt macht. Der macht das sehr gut. Das passt soweit. Okay. Sehr, sehr schön. So, dann schauen wir noch mal hier. Ja, was wollte ich zeigen? Genau hier, diese Fläche hier, die ist nämlich interessant für uns. Da würde ich gerne irgendwie einen schönen, schönen großen Kuhhof hinballern. Das wäre eine feine Sache. Und dann vielleicht noch dieses Feld dazu, weil das ja richtig schön groß ist. Das kostet, oh ja, 226.000. Und was müssen wir für dieses Feld bezahlen? 59.000, nur dafür, dass wir da Baugrund haben. Okay, ist aber deutlich größer als dieses Feld. Und da wird es ja jetzt dann auch bald spannend, denn wir werden jetzt langsam ein bisschen zügig in den Winter gehen. Und dann werden wir hier wieder mit der Forstwirtschaft hoffentlich richtig gut Geld verdienen, damit wir dann für das nächste Jahr natürlich wieder viele, viele Möglichkeiten haben, unseren Hof zu erweitern, uns Tierchen zu kaufen und vielleicht eben noch die eine oder andere Produktion ein- oder in die Produktion einzusteigen, denn das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Wir haben weder die Molkerei noch die Bäckerei oder die Mühle oder sonstige Dinge haben wir noch gar nicht hier drin bis jetzt. Und da hätte ich natürlich auch Lust, dass wir da hier ein bisschen einsteigen und dann natürlich auch ein bisschen in die Logistik. Okay, an der Stelle soll es das mal wieder gewesen sein für den heutigen Tag. Schöne Folge mit unserer Alpenmap und zwar, ich glaube, Folgenummer. Lasst mich mal kurz schauen. 64 müsste das sein. Also es geht hier schön vorwärts hier bei uns mit der Alpenmap hier Neu-Minibrunn. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zusehen und würde mich natürlich freuen über ein Däumchen oder ein Abo hier für diesen Kanal. Das wäre wirklich herzallerliebst. Ansonsten sehen wir uns doch hoffentlich zum Livestream dienstags und freitags auf der Galgenberg vom guten Yogi. Die macht auch unheimlich Spaß und auch da kommen wir langsam jetzt in den Frühling und haben da jede Menge zu tun, was Feldarbeit und Ähnliches angeht. So, ich sage vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder auf der Alpenmap, hoffentlich bei mir auf dem Kanal. Ich sage Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal.